Ja, heute unterwegs in Medellin. Wir gucken uns drei Strandhäuser an, die zu vermieten, zu verkaufen sind. Und jetzt machen wir gerade hier Mittagpause. Ich habe mir einen Sizzling Burger bestellt. Der kommt da rein. Ja, hier Sizzling Burger. Ein bisschen Fries. Elsie kriegt ihr es noch gleich. Dann trinke ich so einen Liter Pitcher Calamansi Juice, weil ich ja Hyperhidrose habe, schwitze ich extrem mehr. Deswegen das trinke ich locker weg. Plus noch so 3, 4, 5 Liter Wasser am Tag. Und es ist heute echt heiß. Ich glaube, wir haben es über 33 Grad. Deswegen habe ich meinen neuen besten Freund hier. Das ist nämlich der große Fan. Daneben steht noch der kleine, alte, beste Freund. Der läuft aber wirklich auf letzten Minuten. Der geht nur noch in der kleinsten Einstellung. Und das reicht nicht mehr. Und der neue, der hat eine 10.000 mAh Powerbank noch drin und macht durch den größeren Ventilator wirklich viel Luft. Der ist dann immer im Auto, also portabel. Der hat 800 Peso gekostet. Ja, die gibt's bei Lazada zu kaufen für 800 Peso. Und der läuft in der stärksten Stufe problemlos auf Batterie 2-3 Stunden. Und mit der kleinsten Stufe reicht der nachts in einem geschlossenen Raum sehr gut aus, um einen zu kühlen. Ja, weil dann ist der Wind nicht so stark. Und dann reicht die Batterie problemlos rund 8 Stunden. Der kann aber auch über noch eine Powerbank angeschlossen werden. Und dann läuft der noch zusätzlich über die Powerbank mit und dadurch kann man die Nacht mit so einem kleinen Fan wirklich gut überstehen, sollte man mal einen Brownout haben.